Hallo und herzlich willkommen zu unserem Musiktreffpunkt hier auf Schau.tv. Auch 2015 haben wir natürlich recherchiert, was sich im neuen Jahr so alles in der Musiklandschaft tut. Und das Ergebnis, das gibt's hier und jetzt. Eve in Paradise. Rocket mit neuer CD. Videoproduktionen aus Österreich. Und Musiklegende Wilfried im Generationenaustausch. Den Anfang macht eine Band mit einer richtigen Power-Frontfrau. Die Formation ist rockig, sie ist laut und hört auf den Namen Rockets. Österreichischer Rock aus Wiener Neudorf mit einer gehörigen Portion Energie. You better tie your pants tight, the seas are getting rough. Mehrere Ausdrucksweisen. Rocket oder Rocket, für mich war es immer Rocket, weil Rock in erster Linie, also R-O-C, und dann das Quette hinten dran für die Weiblichkeit, die Melanie darstellt. Eine Band mit einem individuellen Sound. Diese Hardrock-Gitarren zu verbinden mit doch einem sehr poppigen Vocal-Sound und witzige Mitsing-Texte machen, Mitsing-Melodien. Aber trotzdem mit harten Drums im Background und verzerrten Gitarren. Rocket oder Rocket, wie sie ja auch genannt werden, haben in ihrer fast 10-jährigen Bandgeschichte schon so einiges erlebt. Eines der Highlights, ihre große USA-Tour 2009, die, wie sie vermuten, auch der Grund zu einer verstärkten Wahrnehmung in der Öffentlichkeit war. Und weil wir halt dann nicht nur eine von den österreichischen Bands waren, die vielleicht nicht schlecht spielt, aber es war halt eine Tatsache, die die anderen vielleicht dann nicht so geboten haben oder bieten haben können. Und somit hat es das wahrscheinlich schon auch spannender gemacht. Und für uns war es halt wirklich super, weil wir haben dann eben nicht nur unsere selbstorganisierte Tour gehabt, die uns sowieso schon Spaß gemacht hat, sondern wir haben halt dann nur voller Freude Zeitungsartikeln und TV-Interviews und alles Mögliche gegeben. Und das war halt dann für uns sehr cool. Die Band setzt prinzipiell auf selber machen, egal ob bei ihren Songs, dem Managen, dem Marketing oder dem Designen. Das neueste Baby am Markt ist diese IP, eine CD mit 7 Nummern, die ins Ohr gehen und dabei nicht unterschiedlicher sein könnten. Ich glaube, wenn man die Platte hört, dann weiß man am meisten von der Band, weil da wirklich alle Stile irgendwie drauf sind, die wir da machen und kombinieren. Und wenn man es schafft, da rauszuhören, was gleich ist in den Songs, ich glaube, dann hat man gute Ahnung von, wie wir klingen und wer wir sind. Also wir sind alle sehr stolz drauf. Der Sound ist geil, die Songs sind geil und wir hoffen, die Leute finden die so geil wie wir. Und von Rocket kommen wir auch schon zu Eve in Paradise. Hier neben mir Eva-Maria Neubauer, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und Daniel Stankovic, danke fürs Kommen. Ja, Ihnen, hallo. Was wolltest du als erstes trinken, Wasser oder Himbeersaft? Ich will Wasser. Das ist immer die schwerste Challenge. Gieß ich eh nicht das Mikrofon. Was willst du haben, Wasser oder Himbeersaft? Himbeersaft. Haben wir schön bunt heute. Du Eva, ich muss es ja ausnutzen, dass du heute bei uns in der Sendung bist. Hoppala, hab schon was daneben gegossen. Bitte, lass es dir schmecken. Du bist ja hauptberuflich auch Schauspielerin. Wir kennen dich von diversen Fernsehauftritten, von den Theaterbühnen. Widersprechen sich deine Jobs als Sängerin und als Schauspielerin? Nein, überhaupt nicht. Das ist
es ist ja alles die Stimme, es ist alles die Sprache und ich habe mich eigentlich nie einengen lassen wollen. Also das geht ganz gut zusammen, vor allem wenn man eine Band hat oder wenn ich mit meiner Figur auch noch eine extra Figur kreiere und das macht mir halt Spaß und deswegen hilft mir das Schauspiel beim Singen und das Singen auch beim Schauspiel, weil ich werde immer wieder besetzt für Sachen, wo ich singen muss oder so. Wie ist es denn zu deinem bzw. zu eurem Projekt gekommen, zu Eve in Paradise? Naja, ich habe ja immer schon selber Musik machen wollen, habe auch selber immer gespielt und gesungen, aber eigentlich immer nur das, was jemand anderer geschrieben hat. Das heißt, Autoren, die Wörter geschrieben haben, die ich dann reden haben müssen, oder Komponisten, die halt Musik geschrieben haben, die ich dann gesungen habe, in Opern, was auch immer, Musical oder so. Und da wollte ich halt einfach mal was Eigenes machen. Und deswegen ist vor 2 Jahren dann Eve in Paradise entstanden. Ihr macht's Baltango. Was ist denn das genau? Also Baltango, das ist eine Mischung von Jazz, Chansons, Balkan und Tango. Tangos, ja. Ja. Warum habt ihr euch für diese Mischung entschieden? Weil erstens einmal sind die Leute sehr, kommen von verschiedenen Bereichen. Also der Daniel ist zum Beispiel aus Serbien und hat dieses Balkaneske sehr stark in sich. Der Mike, der Gitarrist, der Mike Schaaf, der ist eher im Jazz zu Hause. Ich liebe Balkan zum Tanzen, ich liebe Tango und Chanson auch. Also es ist irgendwie, weil es Spaß macht, weil es irgendwie gut zusammenpasst. Dann kommen wir auch schon zum Programmpunkt Nummer 2. Eve in Paradise Wings, euer Album. 30 Sekunden, was gibt es denn darüber zu sagen? Also, nachdem wir so einige Songs schon hatten, haben wir gedacht, jetzt gehen wir ins Studio und haben dann ziemlich schnell, nur 1,5 Tage eigentlich aufgenommen. Und weil die Musiker einfach so schnell waren oder weil das einfach so gut geklappt hat. Also das sind halt alles Profis. Wir haben dann noch den Bassisten, den Antal Ratz dabei, ja, und eben der Daniel, Danis Stankovic und der Mike Schaaf. Und zusammen ist das irgendwie sehr schnell entstanden. Und Wings deswegen, weil ein Song darin heißt eben Wings. Und da geht es eben darum, dass die Flügel dorthin zeigen sollen oder man den Flügeln nachgehen soll. Dorthin, wo die Flügel zeigen, dort soll man hingehen. Und die Flügel gehen ja auch vom Herz aus. Das heißt, das, was das Herz sagt, dorthin soll man eigentlich gehen oder dort ist die Richtung. Und ja. Das ist der Name für das Album. Ja, wunderschön, ich habe gerade in eure beiden Augen geschaut. Ihr bekommt das totale Strahlen, wenn ihr über das Album redet. Echt wunderschön. Jetzt habe ich richtig Lust bekommen. Würdet ihr uns was vorspielen? Sehr. Ja. Dann nehme ich das kurz. Salala. Also die Nummer, die ist jetzt eine schnellere Nummer. Es gibt natürlich auch jazzigere, langsame, aber das ist sozusagen ein wohlfühlschnellerer Song. Dann los geht's. A tippity tap, a tippity tap, a tippity 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 tap. A tippity 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 tap, a tippity 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 tap, a tippity 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 tap, a tippity 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 tap. With her little feet, she goes 1,000 miles, she dances on the ground. With her little hand, she holds a little world, she greets all their surround. With her little hand, she holds a little world, she greets all their surround. With her little feet, she goes 1,000 miles, she dances on the ground. Smile at the bright side, you're warmed by the sun. All the clouds like you to play and to run. Smile at the bright side, you're warmed by the sun. All the clouds like you to play and to run. Smile and run. Play and have fun. You and me and all who come along. Shake your head and sing the same old song. You and me and all who come along. Shake your head and sing the same old song. La 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 la. Wunderschön, danke schön. Kommen wir auch schon zum Musik- und Generationenaustausch. Bei uns ist es so gang und gäbe, dass jeder Musiker über die anderen Musiker bei uns befragt wird. Darf ich euch die 2 Namen nennen, die sonst noch in der Sendung sind? Und ihr sagt mir, was ihr spontan
von ihrer Musik haltet. Okay. Nummer 1, Rocket. Rocket kenne ich ja persönlich und ich finde sie einfach sehr liebe Typen. Und von der Musik, mir gefallen diese satten Gitarren und die Bass-Sounds und die Melanie hat einfach eine starke Ausstrahlung auf der Bühne. Nummer 2, Wilfried. Wilfried, ja, da kann ich nur sagen, Respekt vor jemandem, der so lang, so weit oben war und ja, und wahrscheinlich auch weiterhin sein wird, schätze ich mal, weil er irgendwie die Stimme ist von den Gedanken und Gefühlen von so vielen Menschen, also Respekt, toll. Dankeschön, Eve in Paradise. Und wir kommen auch gleich zu Wilfried und zu den Videoneuvorstellungen. Aber noch vorher einen Moment.